Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute geht es mal um was ganz anderes, und zwar geht es heute um Schmuck. Eines davon, das trage ich hier. Wie das geht, das möchte ich dir heute zeigen. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Ich habe diese 130 kleine Quadrate mit Sprühlack noch besprüht, weil man es einfach auf der Haut trägt und so ist es geschützt. Beim Verschluss, ich habe jetzt hier einen Magnetverschluss genommen. Ich fand schön, hier ein paar weiße Glasperlen einzuarbeiten, damit man es auch so tragen kann. Das lockert es ein bisschen auf, je nachdem, was man trägt. Oder eben, man trägt es hinten und dann ist es sehr schlicht. Ich habe hier ein Magnetverschluss jetzt genommen. Schau für dich, was für dich am besten geht, was für dich am einfachsten ist. Ich habe jetzt einfach den ausgesucht, weil er einfach ohne Hilfe problemlos zu befestigen ist. Das wäre das. Und ich habe nicht gefilmt, wie ich die Löcher in die Quadrate reingemacht habe. Ich habe das mit einer herkömmlichen Ahle gemacht. Oder du kannst eine Nadel nehmen. Da die Quadrate sehr, sehr dünn sind, kommst du mit einer Nadel ganz einfach durch. Ansonsten ist es, glaube ich, alles, was ich dazu zu sagen habe. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen und am Schluss sehen wir uns nochmals.
das gute Stück. Das kann man auch so anziehen. Dann sieht das so aus. Es lenkt vom langsam schrumpfligen Hals ab. Daher ist es, glaube ich, ab einem gewissen Alter gar nicht schlecht, wenn Frau Kette trägt. Hierzu muss ich aber noch sagen, die sind ja quadratisch. Das eignet sich vielleicht besser, wenn man es über was drüber trägt. Also es ist jetzt nicht unangenehm, aber man merkt es halt. Oder du machst sie rund, dann ist das auch kein Problem. Nun gut, das ist das Stück. Und ja, mir gefällt es sehr gut und ich werde es vielleicht sogar auch tragen. Ich hoffe, es war dieses Mal auch wieder eine kleine Inspiration für dich. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann schreib mir doch das bitte unten in die Kommentare rein. Dann werde ich das Thema Schmuck häufiger zeigen und werde mir ein paar Sachen überlegen. Und ich habe im letzten Video gesagt, dass ich einen Online-Shop auf meiner Homepage machen werde. Das ist nun vollendet soweit. Die ersten Sachen sind drauf. Ihr könnt auf meine Homepage gehen und die Sachen kaufen, die ich einerseits hier auf YouTube zeige und halt auch noch andere Sachen. Also schaut da sehr gern vorbei. Auch sind da all meine Kurse für dieses Jahr nun veröffentlicht. Einige von euch durfte ich ja schon mal kennenlernen. Die waren diesen Sommer bei mir im Kurs. Und das ist für mich immer auch ein sehr großes Highlight, die Menschen hinter dieser Kamera mal persönlich kennenzulernen. Es hat mir also riesen Spaß gemacht, mit euch zusammen zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weitergeben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bei einem anderen Kurs nochmals. Dafür möchte ich mich einfach nochmals ganz herzlich bedanken. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, wenn einige von euch 3 bis 6 Stunden Fahrt in Kauf nehmen, um hierher zu kommen. Also ich muss sagen, das rührt mich schon sehr. Also nochmals vielen Dank. Dann alle Ausstellungen, alle Neuigkeiten findet ihr auch auf meiner Homepage. Bitte schaut da vorbei. Schreibt einen Kommentar unten rein, schenkt mir einen Daumen nach oben oder ein Abo, darüber würde ich mich sehr freuen. Das ist eine kleine Wertschätzung an meine Arbeit hier. Das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Bleibt kreativ, genießt die letzten Sommertage und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Alles Liebe. Tschüss zusammen.